Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Das ist wohl das aufwendigste Video, was ich je gedreht habe. Alles, was wir über The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wissen. Viel Spaß! 2019 hat Nintendo angekündigt, an einem direkten Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild zu arbeiten. Seitdem fiebern Fans weltweit auf die Rückkehr von Link, Zelda und auch Ganon. Aber die Japaner lassen sie lange warten. Noch dazu spannen sie uns gehörig auf die Folter. Wann erscheint The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Eigentlich sollte das Spiel 2022 auf den Markt kommen. Doch im März gab Nintendo bekannt, dass man sich noch etwas mehr Zeit für die Entwicklung nehmen möchte. Deshalb wurde das Spiel auf Frühjahr 2023 verschoben. Nun steht es fest, der Titel erscheint am 12. Mai 2023. Und im Zuge der Bekanntgabe des konkreten Termins hat Nintendo auch enthüllt, dass er The Legend of Zelda Tears of the Kingdom heißt. Für welche Plattform erscheint The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist exklusiv für die Nintendo Switch angekündigt. Ist ja klar, Nintendo veröffentlicht keine Spiele für Plattformen anderer Hersteller. Trotzdem gibt es derzeit auf eine spannende Hardware-bezogene Frage keine klare Antwort. Wird der Titel noch ohne Probleme auf der in die Jahre gekommene Switch laufen? Oder braucht es nicht doch eine mögliche Switch Pro, um Tears of the Kingdom ohne Einschränkung spielen zu können? Nach wie vor ist eine solche Konsole nicht angekündigt, aber die Gerüchteküche brodelt schon lange. Wir hatten schon 2021 mit einer Präsentation gerechnet, aber da gab es nur das OLED-Modell. Wovon handelt die Geschichte? Zur Handlung hat sich Nintendo bislang noch gar nicht konkret geäußert. Man kann nur versuchen, das zu deuten, was die Trailer zeigen. Im allerersten Video von 2019 sehen wir, wie Link und Zelda in einer düsteren Höhle unterwegs sind und auf eine mumifizierte Gestalt stoßen, die von einer sich in einen Arm manifestierten Magie festgehalten wird. Dann sehen wir, wie diese Magie auf Link, genauer gesagt, in seinen rechten Arm überspringt und die Mumie auf einmal erwacht. Da sie lange rote Haare hat und Schmuck mit Gerude-Schriftzeichen trägt, gehen wir stark davon aus, dass es sich um Ganondorf handelt. Daher nehmen wir an, dass der Bösewicht in seiner körperlichen Gestalt zurückkehrt und erneut Hyrule bedroht. Gibt es Zeitreisen? Ihr fragt euch vielleicht, was soll diese Frage? Aber lasst mich das ausführen. Es gibt Anzeichen dafür, dass ihr in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom durch die Zeit reist, genauer gesagt in die Vergangenheit. Der eindeutigste Hinweis ist eine Aussage von Pietro Ubaldi. Wer zur Hölle ist Pietro Ubaldi? Gut, dass ihr fragt, es handelt sich hierbei um den Sprecher von Daruk, einer der fünf Recken in der italienischen Version von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Nun ist Daruks Geist am Ende des ersten Teils gemeinsam mit den der anderen Recken ins Jenseits übergegangen. In welcher Form wird er also im zweiten Teil auftauchen? Nun, in diesem Fall wäre es noch möglich, dass er in einer weiteren Erinnerung von Link auftaucht. Aber was machen wir jetzt mit der Aussage von Ubaldi, dass er auch einen Vorfahren von Daruk vertont hat? Das hat er in einem Video auf dem YouTube-Kanal verraten. Wenn also ein Vorfahre von Daruk, der selbst 100 Jahre vor Breath of the Wild gestorben ist, in Tears of the Kingdom auftaucht, kann das ja wohl kaum in einer Erinnerung von Link geschehen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Ereignisse aufgegriffen werden, die sich vor 10.000 Jahren des ersten Spiels zugetragen haben und die in Breath of the Wild auch angesprochen werden. Bedenken wir nun, dass Link im Gameplay-Trailer von der E3 2021 ein Outfit im antiken Stil trägt, erscheint es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Zeitreisen ein Thema sein wird. Was hat es mit Links rechten Arm auf sich? Dass die Zeit eine Rolle spielt, steht für uns so oder so schon fest, selbst wenn wir als Link nicht in die Vergangenheit reisen könnten. Was das nun mit seinem rechten Arm zu tun haben soll,
Ganz einfach. Der wird ja offensichtlich auf magische Art und Weise verändert, was dem Helden neue Fähigkeiten verleiht. Zum einen kann er, wie im Trailer zu sehen ist, durch feste Materien durchtauchen. Zum anderen sehen wir, wie er eine große, mit Stacheln bestückte Kugel, die einen Abhang hinunter und in seine Richtung rollt, anhält und dann zurückstößt. Aber stößt er sie wirklich mit magischer Kraft zurück? Beeinflusst er ihre Physik? Nein, Link spult hier die Zeit zurück, wenn auch nur auf die Kugel bezogen. Im Gameplay wird die Rollbahn, nachdem Link das herannahende Tötungsinstrument in der Zeit eingefroren hat, visualisiert. Anschließend sehen wir nur noch, wie die Kugel den Abhang wieder hinaufrollt und die Feinde auf ihrem Weg platt macht. Und damit noch offensichtlicher wird, dass Link hier mit der Zeit und nicht mit der Physik gespielt hat. Es gibt ein öffentliches einsehbares Patent von Nintendo, in dem davon die Rede ist, Objekte auf Knopfdruck eine Rückwärtsbewegung zu zuvor aufgezeichneten Position vollführen zu lassen. Wenn wir nun daran denken, was für coole Spielereien in Breath of the Wild die Physik und die Shiga-Stein-Module ermöglicht haben, was wird dann alles im Nachfolger möglich sein, wenn sich auch die Zeit manipulieren lässt? Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Bewegung der Kugel umgekehrt, genauer gesagt rückwärts, abgespielt wird. Im jüngsten Trailer aus dem September 2022 sehen wir übrigens, wie Link diese Rückspülfunktion bei einem Stück eines alten Gebäudes einsetzt, das in einem kleinen See steckt und offensichtlich irgendwann mal aus dem Wolkenreich hinunter nach Hyrule gefallen ist. Der Held hängt sich an den Steinbrocken und benutzt ihn als Aufzug, um ins Wolkenreich zu kommen. Wird Zelda spielbar sein? Es gibt durchaus Fans, die sich spätestens seit Hyrule Warriors wünschen, in ein The Legend of Zelda mal den namensgebenden Charakter spielen zu können und nicht immer bloß Link. Wird Tears of the Kingdom diesen Wunsch erfüllen? Nun, eine offizielle Aussage dazu liegt nicht vor. Fest steht, in dem bislang gezeigten Gameplay-Material haben wir wenig überraschend nur Link als Spielfigur gesehen. Rein theoretisch könnte Nintendo uns doch damit überraschen, dass Zelda zumindest in vereinzelten Abschnitten spielbar sein wird. Wir rechnen jedoch nicht damit. Noch weniger glauben wir an einen Koop-Modus, in dem Spieler A Link und Spieler B Zelda steuert. Nintendo ist eben sehr traditionell. Was wissen wir über die Spielwelt? Dass The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder in Hyrule spielt, ist klar. In den Trailern haben wir ja bereits das gleichnamige Schloss und auch andere vertraute Orte wie Hateno gesehen. Damit ist bestätigt, dass die Entwickler Teile der Spielwelt, des Vorgängers oder gar die gesamte Karte wiederverwerten. Das erweckt den Eindruck, die Fortsetzung sei für Breath of the Wild, was Majora's Mask für Ocarina of Time gewesen ist. Sicherlich auch deshalb, weil die Trailer teilweise so düster ausfallen. Ich bin gespannt, inwiefern sich Hyrule zwischen den Ereignissen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom verändert hat. Es gibt aber sehr wohl eine starke Veränderung in Hyrule, als Link werdet ihr allerlei in den Wolken schwebende Inseln erkunden können. Das soll aber noch nicht alles sein. Darüber hinaus könnte es in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mehr Untergrundareale geben als in Breath of the Wild. Der erste Teaser-Trailer hat ja damals bereits gezeigt, wie Link und Zelda in einem großen Gewölbe unterwegs sind. Im jüngsten Video sehen wir eine Szene, in der Bogblins Erze abbauen. Diese Szene findet in der Unterwelt statt, da es erstens dunkel ist und das Schlaggeräusch erinnert uns sehr an eine Mine. Die Szene spielt offenbar in einer großen Höhle. Kehren klassische Dungeons zurück? Breath of the Wild hat sicherlich den meisten Zelda-Fans gefallen, aber ein Aspekt der vorigen Spiele hat vielen gefehlt. Wie zum Beispiel klassische Dungeons. Die vier Titanen haben die nicht ersetzen können und die Schreine noch weniger. Einer der großen Wünsche für den Nachfolger
sind also mehr große, komplexe Dungeons, die sich stark voneinander unterscheiden. Ob es die in Tears of the Kingdom geben wird, niemand außer den Entwicklern selbst weiß das momentan. Gibt es neue Waffentypen? Kurze Antwort, ja. Zwei neue Waffenarten haben wir bereits gesehen. Oder sollten wir besser sagen, dass es sich bei einer davon um eine neue Art von Schild handelt. Im ersten Gameplay-Trailer gibt es eine Szene, in der Link in einer Höhle gegen ein Wesen kämpft. Dabei setzt er einen Flammenwerfer ein, der die Form von etwas hat, das wie der Kopf eines chinesischen Drachen aussieht. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der an Links Schild montiert ist. Eine weitere neue Fernkampfwaffe ist eine Art Kanone, jedoch einen längeren, dünnen Griff hat, macht damit im Sprung ein Salto und schwingt das Ding, woraufhin eine Kugel herausgeschleudert wird, einen Ivarok zufliegt und beim Aufprall eine Explosion auslöst. Gibt es neue Arten der Fortbewegung? Oh ja, im Trailer aus dem September 2022 haben wir bereits eine Art Leiter in Vogelform gesehen. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom geht aber noch viel weiter. Im neuesten Video sehen wir, wie Link aus einem Schlammteich ein Rad zieht. Und in der darauf folgenden Szene fährt er mit einer Art Auto über eine Wiese. So Leute, und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bei 100 Likes kommt Part 2 raus.